Pumuckl versteckt und niemand was merkt. Oh, das reimt sich ja. Und was sich reimt, ist gut. Es heißt ja immer, dass die Menschen heutzutage alle recht sensationslüstern sind. Da ist schon was Wahres dran. Sogar der Pumuckl ist nicht ganz frei davon. Ganz im Gegensatz zu Meister Eder, der gern seinen Frieden hat und Aufregungen gar nicht schätzt. Trotzdem wäre er fast selbst so etwas wie eine Sensation geworden. Und das kam so. Nach langer Zeit ist er wieder einmal zu seinen Stammtischfreunden gegangen und hat mit ihnen einen Abendschoppen getrunken und über dies und das geredet. Und wie es manchmal so geht, am Nebentisch saß ein Herr allein, der sich, sei es aus Langeweile oder aus Geschwätzigkeit, in das Gespräch der Stammtischrunde einmischte. Prost, mein Haus, meine Herren! Prost! Prost. Prost. Ja, ja. Der Eder mit seinem Kobold. Ja, ja. Aber damals haben wir dich dran gekriegt, wie wir dir weisgemacht haben, dass der Drechslermeister auch einen Kobold hat. Ja, aber er macht, du sagst nicht. Ja, hätte ja sein können, nicht wahr? Aber zuletzt gesagt hab bei der Geschichte dann doch nicht. Ja. Ja. Ich entschuldige Sie, meine Herren, dass ich mich einmische. Was will denn der da? Ich meine, Sie lachen zwar, wie ich höre darüber, aber Sie, es gibt wirklich seltsame Dinge auf dieser Welt. Okay. Gestatten Sie, dass ich mich ein bisschen zu Ihnen setze. Ja, aber bitte schön, setzen Sie sich mal her da. Dankeschön, dankeschön. Das ist nett von Ihnen. Also, es fiel doch da gerade das Wort Kobold. Ja. Ich meine, Sie mögen ja nicht dran glauben, aber ich bin ein Mensch, der zu übersinnlichen Dingen besonderen Zugang hat. So. Also bei mir passieren Dinge, sage ich Ihnen. Ja, Sie, da sind bei unserem Freund Eder gerade richtig. Gell, Franz? Bei dir passieren doch auch allerhand Sachen. Ja. Geh, jetzt red doch nicht, das ist doch überhaupt nicht erwähnenswert. Sie, da hat man doch vor einem Jahr so in alle Zeitungen lesen können, dass irgendwo die Bilder von der Wand fallen und die Depp vom Regal und was weiß ich. Ja. Bei mir ganz das Gleiche. Nein, was Sie nicht sagen. Sie, der Eder weiß sogar, wer daran schuld ist, wenn bei ihm was runterfällt. Der hat sogar einen Namen dafür. Jetzt hört's doch ein bisschen auf damit, das ist so ein Gesprächsthema. Also über solche Sachen darf man nicht lachen. Ich könnte da Romane drüber schreiben, jawohl, Romane. Jawohl. Ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich mich nicht an die Presse deshalb wenden soll. Ja, was passiert denn bei Ihnen? Ja. Also meine Uhr fällt immer um die gleiche Zeit von der Wand. Stellen Sie sich das bloß mal vor. Was? Jeden Tag? Und trotzdem läuft's noch. Neu, natürlich nicht jeden Tag. Aber immerhin schon zweimal vor einem Jahr und gestern wieder. Ja. Immer um 5 Uhr. Diesmal ist sie kaputt gegangen, leider. Also da kannst du nicht von immer reden. Zweimal, das bedeutet doch gar nichts. Da hast du ganz andere Erfahrungen, gell, jeder. Bei dir passiert sowas am Tag zweimal. Ja, mindestens. Was zweimal am Tag? Ja, was Sie nicht sagen. Sie, das ist sehr interessant für mich. Aber nicht nur die Uhr fällt bei ihm runter. Andere Sachen schon auch. Und finden tut er auch oft nichts mehr. Stimmt's oder nicht? Ja, schon. Aber das ist doch bei mir ganz was anderes, als wir bei dem nein, Herrn. Nein, das ist ganz das Gleiche, Herr Eder. Also, das ist mir außerordentlich interessant. Sie, da müssen wir uns mal ausführlich drüber unterhalten. Na, Sie, ich unterhalte mich lieber mit meinem Freund über was anderes. Und was Ihre Uhr betrifft, die fällt runter, weil Sie an einer Hauptverkehrsstraße wohnen und weil dort Hauptverkehrszeit ist und weil da wahrscheinlich Ihre Wände am meisten wackeln wegen die Lastwagen, nicht? Ich sage Ihnen, die meisten Sachen auf dieser Welt sind ganz natürlich und erklärlich. Okay, aber Eder,
Gerade du kannst doch das nicht sagen. Doch, gerade ich. Ich hab nämlich eine ganz einfache Erklärung. Ja, ein Kobold. Der ist freilich eine ganz einfache Erklärung. Ja. Also ich bin jetzt für ein anderes Thema. Trotzdem, Herr Eder, würden Sie mir erlauben, dass ich mich mit Ihnen einmal in Verbindung setze? Ja, ich weiß nicht, warum. Wir uns drüber unterhalten. Nein, da brauchen wir Sie nicht unterhalten. Brennen, sage ich Ihnen. So. Na, trinken wir drauf. Prost. Ja, Prost. Dieser eifrige Herr überreichte dann dem Meister Eder seine Visitenkarte und ließ sich auch von ihm die Adresse geben. Und er verabschiedete sich mit der Zusicherung, dass er bald in die Schreinerwerkstätte kommen würde. Am nächsten Tag erzählte er die ganze Geschichte dem Pumuckl und meinte: Also Leid gibt's, die kann man einfach nicht abwimmeln. Ich hoffe bloß, dass der Herr Schnabel nicht wirklich da vorbeikommt. Das ist doch lustig, wenn der vorbeikommt. Dann mache ich eine feine, große, von der Wand Fallerei. Und dann weiß er, dass das mit seiner Uhr viel zu wenig gekobolt worden ist. Ja, und dass ein wirklicher Kobold eine ganz, ganz andere Sache ist. Na, Pumuckl, genau das machen wir nicht. Warum? Der ist im Stand und rennt gleich zur nächsten Zeitung und macht einen solchen Wirbel draus, dass ganz aus ist. Nein, du, ich möchte hier meine Ruhe haben, gell? Du. Also Ruhe ist ja etwas sehr Schönes, aber ein bisschen Unruhe, das ist auch sehr schön. Nein, das ist nicht sehr schön. Doch, das ist sehr schön. Ich könnte ja nur so ein bisschen, also ein ganz kleines bisschen, also, weißt du, ich meine nicht gerade alles von der Wand fallen lassen, sondern ein bisschen wenig etwas. Nein, Pumuckl, gar nichts. Ich schaue, dass ich ihn so schnell wie möglich wieder loskriege, gell? Und wenn ich ihm nur ein bisschen den Hammer auf den Fuß fallen lasse, dann habe ich einen Koboldsspaß und der Herr Schnabel, der hat auch einen Koboldsspaß und loskriegen wir ihn auch noch, weil ihm nämlich dann der Fuß, der tut ihm nämlich dann weh, weißt du? Also das ist doch von mir sehr schlau, oder? Und dann... Pumuckl, sei still, ich werd verrückt. Da kommt doch dieser Herr Schnabel gerade über den Hof. Ja, wo ist der Hammer? Komm, wenn man einen Esel nennt, dann kommt der kleine Pumuckl. Bittchen, versprich mir, dass du dich ganz still hältst. Bitte. Ja, also gut. Grüß Gott, Herr Eder. Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Eder. Sie, Herr Eder, weil ich gar zufällig in Ihre Gegend komme, gell? Da habe ich mir gedacht, ich schau mal zu Ihnen rein. Mhm. Sie, Herr Eder, was die Herren da gestern von Ihnen erzählt haben, Sie, das hat mich die ganze Nacht nicht mehr losgelassen. Okay, meine Freunde haben doch bloß einen Spaß gemacht. Ja, Sie glauben aber doch, dass Sie einen Kobold namens Pumuckl haben. Ja. Ein köstlicher Name. Ach, übrigens. Oh, das glaube ich überhaupt nicht. Ja, Sie können ihn bisweilen sogar sehen, sagte einer Ihrer Freunde. Sie, das ist Materialisation, das gibt es. Ich könnte Ihnen da Sachen aus spiritistischen Sitzungen erzählen. Hey, also, sind Sie mir nicht besser, erzählen Sie mir es lieber nicht. Damit hat meine Werkstatt überhaupt nichts zu tun. Ich verstehe Sie ja so gut. Über derartige Dinge redet man nicht gern. Aber Sie sind ebenso wie ich ein Mann mit dem sechsten Sinn. Nein, den Sinn habe ich überhaupt nicht. Bei mir ist alles ganz normal. Herr Eder, bitte sagen Sie mir das. Was ist der Pumuckl? Ich habe keinen Pumuckl. Aber bei Ihnen verschwinden doch ständig Gegenstände. Ja, die tauchen auch wieder auf, wie überall woanders auch. Es fallen hier auch ständig Sachen runter. Kunden wurden schon davon betroffen, sagte mir einer Ihrer Freunde. Na, bei mir fällt nie was runter. Das ist ja großartig. Das ist ja wundervoll. Herr Eder, ganz genau so geht's bei mir auch zu. Kaum denke ich, dass etwas herunterfällt, schon löst es sich von der Wand. Das Kistel ist nicht von der Wand, sondern bloß vom Tisch gefallen. Wird halt schief gestanden sein. Nein, das stand ganz gerade. Ganz genau wie bei mir. Heißt, ist das nicht wundervoll? Ja, das ist lästig. Sie geben es also zu? Die Häufigkeit der Vorkommnisse ist Ihnen lästig. Nass aufheben von den hinunterfallenden Nägel. Und jetzt entschuldigen Sie, ich muss ja weiterarbeiten, Schatz. Schade. Ja, dann halte ich Sie jetzt nicht mehr auf, Herr Eder. Ja. Aber ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja. Auf Wiedersehen, Herr Schnabel. Auf Wiedersehen. Und nichts für ungut, dass ich so neugierig war, gell? Auf Wiedersehen. Oh. Bin ich froh, dass ich den draußen hab. Kann ich dir gar nicht sagen. Du Pumuckl, gell, du räumst gefälligst die Nägel wieder in die Schachtel, wenn's das schon hast runterschmeißen müssen. Nein, 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 nein,
Nein, ich räume sie nicht ein, denn ich bin ja gar nicht da. Es gibt mich ja gar nicht. Und bei dir fällt ja nie etwas runter. Oder, und überhaupt, du hast ja ganz, ganz, ganz fürchterlich, ja. Fürchterlich hast du gelogen. Ja, jawohl. Und kein bisschen bist du dabei rot geworden. Du hast keinen Pumuckl, hast du gesagt. Pfui, blub. Kein bisschen einen Pumuckl. Ja. Sag mal bitte, wer bin ich denn? Wer redet denn jetzt mit dir? Wer singt denn jetzt zum Beispiel? Pumuckl, bisschen hör auf! Das ist ja greislich! Gibt es mich oder gibt es mich nicht? Ja. Wenn es mich nicht gibt, dann kann ich ja auch nicht gräuslich singen. Ja. Doch, Pumuckl, ja, dich gibt's. Ja, gut. Aber wenn ich das zugegeben hätte, dann hätte der Mensch an die große Glocken gehängt und das wollte ich doch nicht haben. Also das verstehe ich nicht. Wenn an großen Glocken etwas hängt, dann sieht es doch keiner, weil ja alle großen Glocken hoch oben in großen Kirchturmen hängen. Ja, geh zu, schau, das sagt man doch bloß so. Große Glocken hängen hinaus posaunt hätte's und das mag ich nicht. Du denkst immer nur, was du magst, aber gar nicht, was ich mag. Ich mag Posaunen und ich mag auch den Herrn Schnabel. So. Ja, weil nämlich ein köstlicher Name übrigens hat er von meinem Namen gesagt. Ja. Und überhaupt, vielleicht hat der Herr Schnabel auch einen Kobold. Okay. Ja. Sicher hat er einen Kobold. Er hat doch gesagt, dass er bloß dran denken muss und schon fällt was herunter. Mhm. Denk doch mal schnell, dass was herunterfällt und schon... Nein, ich denk nicht an sowas. Verstanden? Jetzt kommt jetzt hilf mir die Nägel einsammeln. Nein, ich helfe dir nicht. Pumuckl. Ich habe jetzt keine Zeit mehr dazu. Ich muss auf der Stelle dem Herrn Schnabel nachlaufen in seine Wohnung. Ach. Und grüß Gott zu meinem neuen Koboldfreund sagen und ein Koboldsfreund. Oh, ich bringe ihn dir dann mit. Und dann sollst du mal sehen. Nein. Wiedersehen. Nein, Pumuckl, bleib da. Ich kann keinen zweiten Kobold brauchen. Aber ich. Pumuckl. Ach, das ging mir gerade noch. Ein zweiter Pumuckl. Hoffentlich erwischt er den Herrn Schnabel nimmer. Der Pumuckl aber hat den Herrn Schnabel doch noch erwischt und ist hinter ihm her bis in die Wohnung. Und kaum hatte der Herr Schnabel aufgesperrt, war der Pumuckl schwupp schon drin. Und gleich begann er nach einem zweiten Kobold zu suchen. Leider vergeblich. Da dachte er, dass der zweite auch für ihn vielleicht erst dann sichtbar würde, wenn kein Mensch in der Wohnung war. Er musste also warten, bis der Herr Schnabel wieder wegging. Der Pumuckl setzte sich auf den Pendel einer großen Wanduhr, ließ sich von ihm hin und her schaukeln und wartete. Er hatte Glück. Der Herr Schnabel musste zur Post. Kaum war der Pumuckl allein, sprang er durch die Wohnung und rief. Hallo? 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 Hier ist der Pumuckl. Hallo, hier ist der Pumuckl, ein Nachfahre der Klabautermänner. Ein großer Nachfahre der Klabautermänner. Jawohl. Und kühn. Jawohl. Und mutig. Und ab und zu sichtbar. Aber nur für einen sehr, sehr netten Meister Eder und, was noch? Ja, jetzt bist du dran, wenn du da bist. Also bitte werde sichtbar für mich und sag was. Oder wirf schnell was runter, wenn du nicht sichtbar werden kannst. Also hier die Vase zum Beispiel. Hallo. Du kannst auch singen. Also wenn du nicht reden kannst, kannst du auch singen. Hm? Ich kann nämlich auch singen. Sehr schön sogar. Willst du mich mal singen hören? Tra-la-la, tra-la. Und du, dichten kann ich auch. Hallo. Und ich bin wirklich ein prima Freund, wenn du einen brauchst. Und jetzt sag doch was. Das ist ja dumm, wenn ich immer ganz alleine rede. Hallo. Ja, hallo, ich möchte nämlich auch gerne einen Freund haben. Also du, wenn du jetzt nicht was sagst, dann suche ich dich überall. Überall. Hier zum Beispiel in der Schublade. Aha. Oh, und hier. Hier in der Ecke. Und hier in der Ecke.
ist aber dumm. Ja, macht ja nichts. Ist ja nicht Meister Eders Vase. Und nicht der Pumuckl, sondern du bist es. Jawohl, wenn du überhaupt hier bist und wenn dein Herr Schnabel nicht ein wirklich einfach wirklich verrückt ist. Dein dummer Herr Schnabel möchte gar nicht hier leben, er möchte dich gar nicht sehen, der ist bei mir in der Schreinerei ja viel schöner. Hallo, hallo, ich wollte dir noch was sagen. Ein Allein-Kobold bin ich auch viel lieber als ein Zu-Zweit-Kobold. So, ich gehe jetzt wieder, jawohl. Ja. Geh ich eben jetzt. Weder Pumuckls finstere Drohungen, noch sein Spott, noch seine Bitten nützten was. Beim Herrn Schnabel gab es keinen zweiten Kobold. Da alle Türen und Fenster fest verschlossen waren, musste der Pumuckl warten, bis der Herr Schnabel wieder von der Post zurückkam. Es dauerte nicht lange. Kaum sperrte der Mann die Wohnung auf, witschte der Pumuckl hinaus und rannte zurück zu Meister Eder. Der war nicht wenig froh, dass es keinen zweiten Kobold gab. Pumuckl, wer weiß, was für schlechte Eigenschaften vielleicht ein anderer Kobold gehabt hätte. Vielleicht wär's sogar böser Kobold gewesen. Ja, ja, und ich bin ja ein ganz besonders Lieber. Ja, freilich, und der andere, der beim Herrn Schnabel, der wäre vielleicht so böse gewesen, dass er ganz sicher die Vase absichtlich hinuntergeworfen hätte, die ich ganz brav unabsichtlich hinuntergeworfen habe. Was hast du? Eine Vasen runtergeschmissen? Ja, ist kaputt. Ja, sie ist kaputt. Aber ich wollte sie ja nicht. Also kein bisschen wollte ich sie kaputt machen. Oh mein. Jetzt wird dann der Herr Schnabel ganz aus dem Häusl sein, denn eine runtergefallene Vase, die passt doch genau in seinen Gespensterglauben. Der Meister Eder hatte sich nicht geirrt. Der Herr Schnabel sah die kaputte Vase auf dem Boden liegen und war geradezu entzückt über diese Entdeckung. Er setzte sich in sein Auto und fuhr auf dem schnellsten Weg zum Meister Eder. Herr Eder, Sie müssen zu mir kommen. Ungewöhnliches ist geschehen. Eine richtige Serie geradezu. Sir? Dafür gibt es keine natürliche Erklärung mehr. Da können Sie sagen, was Sie wollen. Schubladen gehen nicht von alleine auf. Na ja, vielleicht haben Sie es vergessen zuzumachen. Nein, das halte ich für ganz ausgeschlossen. Ebenso waren die anderen Sachen. Den Schuhschrank habe ich ganz bestimmt zugemacht. Auch er war geöffnet. Ja, vielleicht war er Einbrecher in Ihrer Wohnung, der alles aufgemacht hat und der die Vasen untergeschmissen hat und der... Die Vase. Woher wissen Sie das von der Vase? Das hatte ich Ihnen noch keineswegs erzählt. Geben Sie zu, dass Sie Hellseher sind. Wo nix bin ich. Das habe ich bloß so gesagt. Vasen fallen nämlich immer runter. Namentlich, wenn kein Wasser drin ist. Sie werden ja rot, Herr Eder. Sie wissen von übersinnlichen Dingen mehr, als Sie zugeben. Wahrscheinlich haben Sie schon ebenso Ungewöhnliches erlebt wie ich. Herr Eder, ich fühle mich verpflichtet, dieses Phänomen der Presse zu melden. Ja, um Gottes Willen. Ich kenne da eine Journalistin, an die werde ich mich wenden. Na. So was muss ja ein Knüller für die Zeitung sein. Mich lassen Sie da ein bisschen aus dem Spiel. Ich lege nicht den geringsten Wert drauf, dass ich in die Zeitung komme. Aber Herr Eder, diese Dinge müssen in die Zeitung. Sie haben öffentliches Interesse. Aber ich habe an dem öffentlichen Interesse kein Interesse. Sind Sie mir nicht böse, Sie muss ja weiterarbeiten, nicht? Ja, also, dann lassen Sie sich nicht aufhalten. Ja. Nur schade, dass Sie hier... Au! Oh! Herr Eder, mich hat was gezwickt. Da ist ja... Nichts weiter wahrscheinlich als ein Nervenleiden oder Gicht oder was weiß ich, Herr Schnabel. Schauen Sie, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. So, den hätten wir los, Pumuckl. Das mit dem Zwicken war ganz falsch. Wieso? Nein, das hättest du nicht machen dürfen. Der glaubt doch jetzt erst recht... Dass bei mir nicht ganz geheuer ist. Ja, das soll er ja auch glauben. Ja, ich verstehe aber nicht, warum. Weil ich in die Zeitung kommen will. Ich will ein Knüller sein. Ja. Jawohl, jeden Morgen liest du die Zeitung und erzählst dann ganz komische Sachen, die da drin stehen. Und plötzlich, an einem Morgen, da weiß ich, was da drinnen steht. Na? Die Phänomene vom Phänomen Pumuckl mit geöffnetem Interesse. Und du musst die Brille aufsetzen und lesen und lesen und lesen und lesen und lesen und lesen. Und dann musst du mit dem Kopf schütteln. Mhm. Und dann musst du noch ein bisschen staunen. Und dann musst du sagen, zit, zit, zit,
auf der Welt. Mhm. Ja, und alle Augenblick kommt wer rein und sagt, mei, was ich da heute über Sie in der Zeitung gelesen habe, ja, das kriegen wir gerade noch ab. Ja, und du, die Leute sollen ja gar nicht über dich, sondern die sollen über mich was lesen. Also zum Beispiel so etwas, zum Beispiel, also hier, sollen sie lesen, hier in unserer Stadt wohnt der Brevste und der Gescheiteste und der geheimnisvollste Kobold der Welt. Geht so. So viel auf einmal lügen kann ja nicht einmal eine Zeitung. Das ist ja keine Lüge. Nicht. Aber bitte, da soll eben drinstehen zum Beispiel was ganz anderes. Hier, also soll drinstehen immer, hier in unserer Stadt. Nee, in unserer Stadt wohnt der einzige Kobold-Nachfahre, der Klabauter, Meister Eder, der berühmte Meister Eder, sieht ihn jeden Tag. Mhm, dankeschön für die Reklame. Aber ich lass mich doch nicht von jedem in unserer Stadt blöd anreden. Nein, die Leute reden ja gar nicht blöde, sondern sie reden so. Hier, nein, jetzt ohne hier, also Sie, berühmter Herr Eder, mit Ihrem noch berühmteren Pumuckl, möchten Sie so gnädig sein und mir einen schönen Kleiderschrank machen. Mhm. So werden Sie mit hier, ja, reden. Hast du eine Ahnung? So. Eines sage ich dir jedenfalls, wenn der Herr Schnabel tatsächlich jemand von der Zeitung herschickt, dann hältst du dich vollkommen still, verstanden? Nein, das habe ich jetzt gar nicht verstanden. Ich werde Sachen von der Wand und vom Tisch werfen und anstecken und zwicken und picken. Ach. Weißt du, ich bin nämlich ein geöffnetes Interesse. Sure. Ja, ich bin ein geöffnetes Interesse und ich muss in die Zeitung. Jawohl. Erstens heißt's öffentliches Interesse. Ein geöffnetes öffentliches Interesse. Nein, öffentliches Interesse und damit hast du gar nichts zu tun. Und zweitens werde ich dich einfach in die Stube oben sperren, wenn jemand von der Zeitung kommt. Wieso? Aber ich glaube, dass die den Herrn Schnabel für einen Spinner halten und dass überhaupt keiner kommt. Zuerst sah es auch so aus, als hätte der Meister Eder recht. Ein paar Tage lang ließ sich weder der Herr Schnabel noch irgendjemand von einer Zeitung sehen. Der Meister Eder fing schon an, die ganze Geschichte zu vergessen. Und so war es auch zu spät, den Pumuckl in die Stube zu sperren, als nach einer Woche plötzlich eine junge Frau in die Werkstatt kam. Gestatten Sie, Ringberg von der Post am Mittag. Grüß Gott, Eva. Grüß Gott. Sie wissen, unser Blatt beschäftigt sich auch mit ausgefallenen Themen. Mhm. Und da wurden wir auf Sie aufmerksam gemacht, Herr Eder. Auf mich? Ja. Ja, da hat man Sie aber an den Falschen geschickt. So wenig wie ich hat überhaupt niemand auf der Welt mit außergewöhnlichen Sachen zu tun. Bei Ihnen sollen doch Sachen von den Wänden fallen. Na, nie fällt was von der Wand. Nie, gar nie. Es sei denn, ich schmeiß selber runter. Aber das Bild jetzt da eben an der Wand, da drüben. Und Sie stehen hier? Ja, das meinen Sie bloß. Geschwindigkeit ist keine Hexerei. Ich bin ein ganz Geschwinder. Sind Sie in einem Zauberzirkel? Ich meine, machen Sie öfter solche Zauberkunststücke? Ja, aber die Kunststücke sind gar nicht erwähnenswert. Die kann ja jeder. Geben Sie Obacht, Ihr Hut wird da gleich vom Stuhl fallen. Tatsächlich, der Hut bewegt sich. Fantastisch. Ein ganz einfacher Trick, Frau Ringberg. Ganz einfach. Den Hut, den... Chance, den blase ich vom Stuhl. Aber vorhin, da haben Sie doch nicht geblasen und trotzdem hat er sich bewegt. Ja, das haben Sie bloß nicht gemerkt. Das ist ein ganz bestimmter Trick. Die Nagelkiste. Jetzt habe ich es gerade noch erwischt. Die wäre jetzt glatt über die Tischkante gerutscht. Ja, hätten Sie es nur ruhig rutschen lassen. Ja, aber eine Kiste, die können es doch nicht runterblasen. Ja, warum nicht? Man muss sich nur ein bisschen plagen. Herr Eder, also ich muss schon sagen... Sie geben es auf Ihren Autoschlüssel, Obacht. Der rutscht Ihnen gleich aus der Tasche. Ja, wie von einem Magnet herausgezogen. Mhm. Der Schlüssel schwebt ja über dem Boden. Ja, das ist einer von meinen ältesten Tricks. Der Magnettrick, ganz leicht zum Erklären. Ganz leicht. Kann ja jedes Kind. Gar nichts Magisches, sondern bloß ein ganz uralter, fauler Trick. Also, Herr Eder... Ja, also, wenn Sie da drüber was in die Zeitung bringen, dann da... Na, da lacht sich jeder Zirkusclown aus. Wirklich nichts Besonderes. Also, da kann ich mir natürlich vorstellen, dass der Herr Schnabel verblüfft war. Ja. Ihre Tricks, die sind ja auch sehr schön, aber ich gebe schon zu, dass derartige Zauberkunststücke nichts mit Übersinnlichem zu tun haben. Okay, ja. Wenn Sie sagen, dass das alles für jeden erlernbar für ist. Für jeden, wirklich. Ja, da brauchen Sie noch nichts denken. Der Dümmste lernt das. Naja, dann gehe ich wohl wieder.
Tut mir leid, Herr Eder, aber meine Artikel befassen sich mit unerklärbaren Phänomenen. Ja, ja, und das hier lasse ich so leicht erklären, mei. Kindergespür. Hier ist aber trotzdem ein Kobold. Ein Phänomen. Aber? Ein Phänomen, über den alle Zeitungen knüllen müssen. Aber was war jetzt das? Sind Sie am Ende auch noch Bauchredner? Ja, 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 mit dem Bauch rede ich oft, gell? Gell, wenn ich im Mundfall bin, rede ich halt mit dem Bauch, nicht? Das sind so, Marotten, gell? Marotten. Das ist ein wirklich lustiger Einfall, Herr Eder. Ja. Nur schade, dass wir keine Serie über Bauchredner bringen, sondern nur über Geister und solche Sachen. Mhm, naja, ja, vielleicht später mal. Vielen Dank, Herr Eder. Und entschuldigen Sie die Störung. Aber Bütchen, gern geschehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Eder. Frau Ringberg. Ach, jetzt haben Sie es ja doch noch geschafft. Prima, Herr Eder. Soll ich Ihnen die Nägel aufheben helfen? Na, danke schön. Lassen Sie sich nicht aufhalten. Also, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Eder. So, das wäre noch einmal gut gegangen. Das waren alles überhaupt keine Tricks. Das war alles ich, der Pumuckl. Du hast nicht geblasen und nicht mit Magnet was getan und nicht mit dem Bauch geredet. Okay, was du nicht sagst. Ich habe das alles getan. Ich wollte doch in der Zeitung stehen und du hast alles verdorben. Nein, Pumuckl, ich habe gar nichts verdorben. Im Gegenteil, ich habe was gerettet. Was hast du gerettet? Unsere Ruhe. Ich will aber keine Ruhe gerettet haben. Aber stell dir doch bloß vor, wenn da jeden Tag Leute kämen, die den berühmten Pumuckl sehen wollen und du müsstest jeden Tag auf Kommando das machen, was du sonst nur machst, wenn du gerade Lust hast. Keine Späße gibt's mehr und keine ruhige Minute und dichten könntest nimmer, weil du von früh bis spät bloß immer was von der Wand fallen lassen müsstest. Das wär doch kein Leben, Pumuckl. Aha. Das wäre alles wirklich so. Natürlich. Wenn der Pumuckl in der Zeitung stünde, macht man sowas mit Phänomenen? Nur viel schlimmer macht man es mit denen. Aha. Ja, dann war das vielleicht doch besser, wenn das alles nur so Tricks von dir waren. Gell, du, bitte, blas doch noch mal so schön. Pumuckl, hörst nicht gleich auf, das Werkzeug runterzuschmeißen. Das habe ich nicht runtergeschmissen, sondern du hast es heruntergeblasen, jawohl. Ach so. Und die Nägel von vorhin, die muss ich auch nicht aufheben, weil du nämlich die Nagelkiste auch hinuntergeblasen hast. Und nie mehr darfst du mich schimpfen, weil du ein ganz, ganz riesengroßer Alles-Hinunterblaser bist. Und weil ich ein ganz, ganz braver Pumuckl bin. Ja. Werde ich kein Knüller, dann bleibt es bei uns stiller und auch etwas kühler, doch uns ist es dann wühler. Wohler heißt Pumuckl, uns ist es dann wohler. Nein, nicht uns, nur dir ist es wohler. In mir, da wühlt es noch ein bisschen und wühlt und drum ist es mir eben wühler. Mhm. Verstehst du das? Der Meister Eder verstand es und lachte. Und dann half der Pumuckl doch, alles wieder aufzuheben. Und dabei war es ihm doch viel eher wohler als wühler, dass das Leben in der Schreinerwerkstatt so ruhig weitergehen konnte. Ich weiß nicht, ob ihr auch solche Tage kennt. Es ist, als hätte sich alle Welt verabredet, einen ständig zu stören. Das Telefon klingelt ununterbrochen. Leute, die man jahrelang nicht mehr gesehen hat, kommen schnell mal vorbei. Bei Meister Eder war so ein Tag. Ein Kunde gab dem anderen die Tür in die Hand. Der Meister Eder kam überhaupt nicht zum Arbeiten. Nachdem ihn ein Kunde gerade wieder fast eine Stunde lang aufgehalten hatte, sagte er zum Pumuckl: Jetzt sperre ich aber die Tür zu. Allmählich können mich alle Kunden gern haben. Ich komme zu überhaupt nichts mehr. Und ich komme auch zu überhaupt nichts mehr. In meiner Schaukel schaukeln kann ich nicht, weil sonst die Leute dumm gucken. Ja. Dichten kann ich nicht, weil die Leute dumm reden. Ja. Reden kann ich nicht, weil sonst die Leute vor Schreck umfallen. Hm. Und nicht mal umfallen.
fallen kann ich, weil mir sonst jemand auf die Nase tritt. Ja. Also, wir schließen jetzt die Türe zu und sagen laut Juhu, ja. Juhu. Recht hast's. Für was gibt's dir? Eine Tür ist etwas sehr Schönes, nicht wahr? Und ob. Und sehr praktisch. Sehr. Und jetzt aber mache ich endlich den Stuhl fertig. Ja, und ich mache jetzt endlich die, das mache ich jetzt endlich. Du dichtest. Ja, ich dichte ein dichte Türengedicht. Ja, ja. Zum Beispiel so, Türe, Müre, Führe, Quere, Lüre, Lüre. Lüre, Mühe. Also auf Türe reimt sich überhaupt nichts. Weißt du einen Reim auf Türe? Na, Pumuckl, du, ich muss mich jetzt auf die Arbeit konzentrieren, gell? Dann kann ich auch kein Türe-Gedicht machen. Ja, denk halt ein bisschen nach. Ja. Türe, Mühe, Türe, Süre. Also wenn du mit deiner Säge so einen Radau machst, dann kann ich nicht nachdenken. Na, dann denk halt später noch. Warum soll ich immer später? Kannst du auch später sägen? Nein, das kann ich nicht. Meine Arbeit geht vor. Nein, dichten geht vor, dichten. Pumuckl, jetzt bin ich den ganzen Tag aufgehalten worden. Bütchen, fang jetzt nicht an, mir auch noch auf die Nerven zu gehen. Bitte. Ich gehe überhaupt auf keine Nerven. Ich lasse alle Nerven in Ruhe. Aber deine Säge, die zersägt ja die Nerven. Das ist ja eine Nervensäge, jawohl. Ja, du bist ja auch eine. Ja, immer der arme Pumuckl. Nicht mal dichten, nicht mal denken, nichts darf man. Geh zu, jetzt tut er doch nicht immer gleich leid. Doch, ich tue mir leid und wie ich mir leid tue. Nichts darf ich und nichts habe ich. Ich habe ja nicht mal eine Tür, die ich mal zumachen doch, darf. Doch. Türen zum Zumachen sind eine ganze Menge da. Wenn du zum Beispiel gleich die Tür da drüben hinter dir zumachst und aufgehst in die Küche und dort auch wieder die Tür hinter dir zumachst, dann sind schon zwei prima Türen zum Zumachen. Und ich hab dann endlich meine Ruhe. Ja, aber das sind ja alles deine Türen. Das sind ja gar nicht meine Türen. Die gehören ja alle dir. Ich möchte auch eine Türe haben. Geh, Pumuckl. Nein, ich gehe nicht. Ich gehe nicht. Die Türen, die gehen. Du musst mir mal eine Türe schreinern, ja? Eine ganz kleine Pumuckelinchen-Türe. Jetzt spinn doch nicht aber so. Doch eine ganz kleine mit einer Türe allein, da kannst du nichts anfangen. Zu einer Tür gehört doch auch ein Zimmer, ne? Ja, ein Zimmer. Zu einer Tür gehört auch ein Bier. Nein, ein Zimmer. Zu einer Türe gehört auch ein Zimmer. Und weißt du was? Also alle Menschen haben doch Zimmer. Nicht? Nur der Pumuckl, der hat kein Zimmer. Ja, für dich werde ich noch anbauen. Oh, wenn ich ein ganz, ganz, ganz klitzekleines Zimmerchen hätte, dann würde ich meine ganz, ganz, ganz kleine Kommode hineinstellen und mein ganz, ganz, ganz kleines Bett und alle meine Spielsachen würde ich alle in mein eigenes kleines Zimmer hin und um meine Schaukeln und dann gehört das alles mir und oh, du musst mir ganz schnell ein Zimmer schreiben. Ja, oder sonst noch was. Nein, nicht sonst was. Ein Zimmer. Ein Zimmer, wie es alle Menschen haben und alle Kinder. Lieber Pumuckl, dass dich der Fall nicht täuscht. Es haben keineswegs alle Menschen ein Zimmer. Manche haben nicht einmal ein Bett. Also schlag dir das wieder aus dem Kopf und gib bitte in Ruhe. Ich will aber ein Zimmer haben. Du wirst schon sehen, dass ich ein Zimmer kriege. Ein Zimmer, wo mich alle Leute gern haben können. Jawohl. Ich mache mir das Zimmer selber mit so einer großen Türe. Und damit ist der Pumuckl hinausgerannt und hinauf in die Wohnküche. Die Werkstatt und die Küchentüre hat er dabei kräftig hinter sich zugeschlagen. Und dann stand er vor dem Küchentisch und dachte scharf nach. Ich mache mir ganz einfach ein Zimmer im Zimmer. Ja, ganz allein für mich. Und zwar hier unter dem Tisch. Ein sehr schönes Pumuckl-Zimmer ist das unter dem Tischzimmer. Hier muss ich nur noch das Tischtuch herunterziehen. So, dann ist das die hintere Wand. Warum lässt sich das dumme Tischtuch nur so schwer ziehen? Oje, da ist auf dem Tischtuch noch das Tablett gestanden. Mit Geschirr. Ja, das ist ja nur der Teller ist kaputt. Der Topf ist noch ganz. Das macht nichts. Das Tablett wird meine Türe. So, und die Scherben werden mein Geschirr. Hurra! In meinem Haus gibt es nämlich feines Geschirr. So, und jetzt das Tablett an den Tischfuß lehnen.
Du sollst nicht umfallen, du dumme Tabletttüre. Du bist doch keine Falltüre. Oder halt, halt! Ist eine prima Idee. Das ist natürlich doch eine Falltüre. Macht man einfach auf, indem man sie umfallen lässt. Wenn ich aus meinem Haus gehe, dann poltert meine Türe. Alle Kobolde lieben nämlich die Polterfalltüren. Jawohl. So, und jetzt brauche ich noch Möbel. Einen Schrank. Ein Schrank ist sehr schwierig. Also, hol ich mir lieber zuerst ein Bett. Das ist einfach ein Sofakissen. Ja, hier hole ich mir das Sofakissen. Oh, oh, das wird ein gemütliches Haus. Ah, so, das Licht. Ah, hey, oh, ah. Jetzt weiß ich auch, was für einen Schrank ich habe. Ich nehme ganz einfach den Topf. Jawohl, ich nehme diesen Topf hier. So, und da kann man die Kleider sehr gut hineintun. Und der Deckel ist die Kleiderschranktür. Eine Deckelkleiderschranktüre. So, Topf, komm her. So, du kommst jetzt hier neben das Kissenbett. So, Kleiderschranktopf neben Kissenbett. Sieht sehr gemütlich aus. So, da müssen jetzt noch Kleider hinein. So, die hole ich von der Garderobe. Hier einen Schal und hier nehme ich die Handschuhe. So, und jetzt kommt das alles kommt jetzt in den Topfschrank hinein. So, so, und was kommt jetzt? Ach so, ja, natürlich, zu einem richtigen Haus. Mit einer richtigen Tür, da muss auch ein richtiger Weg führen, ein Kiesweg, wie im Hof. Also Kieswege liebe ich sehr, aber Kies vom Hof herauftragen, das ist natürlich viel Arbeit. Ich hab's. Salz ist ja noch viel schöner als Kies. Und hier muss ich gleich so, ui, das ist eine ganze Tüte voll, so einen feinen Salzweg machen. Von meiner Türe, so, also von der Küchentüre, so, zu meiner Türe. So, das ist besonders schön. Ein schöner Weg. So, und jetzt kann ich vor meiner Falltüre sitzen und auf den Kiesweg schauen. So, dann brauche ich nur noch einen Baum. Ja, dann habe ich das schönste Weghausbaumzimmer von der ganzen Welt. Aber ein Baum ist ja ganz einfach. Ja, ich nehme einfach einen Blumenstock. Hui, was bin ich für ein schlauer Pumuckl? Alle Klabauters von der ganzen Welt. Oh, das ist ein schwerer Blumenstock. Alle Klabauters von der ganzen Welt. So, hier muss ich den Blumentopf hinstellen. Alle Klabauters sind nicht so schlau wie der Pumuckl. Ja, das ist gemütlich. Es ist dem Pumuckl tatsächlich geglückt, den Blumentopf mitsamt Blumen heil neben seine Salzstraße zu bringen. Das Ganze war nun wunderschön für seinen Koboldsgeschmack. Wie die Küche aber für menschlichen Geschmack ausgesehen hat, das könnt ihr euch wohl vorstellen. Der Meister Eder in seiner Werkstatt ahnte von alledem nichts. Er arbeitete, bis ihn ein Klopfen am Werkstattfenster aufschauen ließ. Draußen stand sein Freund, der Mechanikermeister Bernbacher. Ich hab die Werkstatt heute zugesperrt, weil ich sonst zu keiner Arbeit mehr kommen werde. Ich will dich auch nicht lang stören. Ich bin bloß gerade vorbeikommen. Ja, das ist nett von dir. Gibt's was Neues? Nein, nicht, dass ich wüsste. Das heißt, der Pauli heiratet wieder. Na. Ja, er hat seine Zukünftige neulich mitgebracht. Ja, sowas. Du, das musst mir direkt erzählen. Hm? Weißt was, komm mit drauf, trinkst der Schnapserl auf ein Viertelstündel. Da sag ich nicht, nein. Gell, ja. Arglos ging der Meister Eder mit seinem Freund die Treppe hinauf und da er den Schnaps im Küchenkasten aufbewahrt, führte er seinen Freund in die Wohnküche. Der Anblick war niederschmetternd. Ui, Jäger. Ja, was ist denn da passiert? Da schaut's ja aus wie nach einer Saalschlacht. Also, keine Sekunden kann man den allein lassen. Muss schon entschuldigen. Ich geh mal lieber ins Wohnzimmer rüber und trink mir da einen Schnaps ab. Schütter, da ist ja überall Salz verstreut und Schernling rum. Hast du mit jemand Kraft da herin? Aber das war doch bloß... ich weiß auch nicht, was das alles soll. Und der Blumentopf. Mitten am Boden und das Sofakissen unter dem Tisch. Also, Franz. Was der Blumentopf soll, weiß ich auch nicht, aber... Aber da hat er das Tischtuch runtergezogen und das Tablett mit dem Geschirr runtergeschmissen. Ja, wer hat denn das gemacht? Ja, wer schon? Der Pumuckl.
Der Pumuckl. Aha. Ich hab dir doch schon einmal davon erzählt, aber du glaubst mir's ja nicht. Nein. Du meinst immer bloß, dass ich spinne. Und der Pumuckl hat auch noch den Suppentopf unter den Tisch gestellt, hä? Hat allerhand Kraft, dein Hausgespinst. Ja, der war doch auf dem Tablett gestanden. Gott sei Dank war keine Suppen mehr drin. Ja, ja, da kannst du schon froh sein, dass keine Suppen mehr drin war. Da schau, ein Schal und ein paar Handschuhe sind in dem Suppentopf auch recht gut aufgekommen. Feigrot. Sind ein paar Fettflecken reingekommen, aber das macht ja sicher nichts, gell? Feigrot. Feigrot. Immer sagst du Feigrot. Hast denn keine andere Erklärung für sowas als wie Feigrot? Hab ich schon. Sag, magst du lieber einen Himbeergeist oder einen Wacholderschnaps? Ich? Ja, der... du, mir fällt gerade was ein. Hm? Kennst du den Dr. Kammerer? Nein, und ich will ihn auch gar nicht kennenlernen. Ich brauche nämlich keinen Arzt. Na, freilich nicht. Also weißt, der wollte schon lange mal zu dir kommen. Daher verstehe mich recht, der braucht was von dir. Ein Schrank, glaube ich, oder sowas. Du, also wenn er was braucht, dann kann er gern kommen. Aber wenn du zu mir schickst, damit er mir auf meinen Geisteszustand untersucht, dann schmeiß ihn aus, gell? Also was du immer gleich denkst. Ja, jetzt weiß ich immer noch nicht. Magst du einen Himbeergeist oder einen Wacholder? Ja, eigentlich. Genau genommen, ich vertrage eigentlich überhaupt keinen Schnaps mehr, weißt du? Ja, ich wollte bloß vorbeischauen. Ich gehe auch gleich wieder. Ja, dann gehst du halt gleich wieder. Pfirti. Pfirti. Ja, und du, ein Dr. Kammerer, gell? Den schmeißt man nicht raus, wenn er kommt. Der ist ein guter Kunde und hat einen Haufen Geld. Was für ein Sortenarzt ist denn der? Der? Ich weiß nicht recht. Ein Facharzt für... Na? Ist er wurscht. Fällt mir jetzt nicht ein. Du, vielleicht komme ich selber gleich mit ihm her, wenn er gerade Zeit hat. Aber heut doch nicht. Ich hab noch so viel zum Arbeiten. Freilich, freilich, ja. Aber lass das in der Küche alles stehen, gell? Weil, ich meine... Das ist ja ganz praktisch vielleicht, gell? Servus, Franz. Und alles Gute, gell? Ja, servus, Bernbacher. Dem Meister Eder war klar, was sein Freund dachte und welche Sorte Arzt er schicken wollte. Nun, damit würde er schon fertig werden. Als der Meister Eder wieder in die Küche zurückkam, er hatte seinen Freund bis zur Haustür begleitet, saß der Pumuckl in seinem Haus auf seinem Bett. Pumuckl, jetzt hast du mich aber wieder so in Verlegenheit gebracht. Der ist im Stand und schickt mir einen Irrenarzt ins Haus. Was soll denn der Schmarrn da? Das ist überhaupt kein Schmarrn. Das ist ein wunderschönes Haus mit Garten und Tür und Baum. Und ja, ich würde dir ja meine schöne, schöne Falltüre zeigen. Aber weil du Schmarrn gesagt hast, zeig ich sie dir jetzt nicht. Jawohl, zeig ich sie dir nicht. Nein, nein, lass meine Türe stehen. Nicht! Hör's Blären auf! Du wirst doch nicht meinen, dass der Saustall da so bleiben kann. Dann nimm's Bessel und kehrt das Salz zusammen. Das ist kein Salz! Was soll denn das überhaupt? Ist doch mein Kiesweg zu meinem unter dem Tisch Zimmerhaus! Ja, als ob's nicht auch ohne Kiesweg hättest du unterm Tisch sitzen können. Und überhaupt, wie kommst denn dazu, ausgerechnet mein Sonntagsschal in Suppentopf zu tun? Du verstehst überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Und ich sage dir auch nichts von meinem schönen Haus und von meinem schönen Suppentopfschrank. Und von was? Ja, der Topf, das war doch mein Schrank. Hey, Pumuckl, da war doch eine fettige Fleischsuppe drin. Und jetzt schau mal meinen Schal an. Den muss ich gleich in Reinigung tragen. Wenn du wenigstens dein Zeug reingetan hättest und mitten am Boden den Blumenstock... Halt, alle, lass stehen. Das ist doch mein Baum und nicht das Tischtuch. Hochzieh nicht. Du machst überhaupt alles kaputt. Na ja, jetzt. Ich will ein eigenes Zimmer haben. Und jetzt habe ich nicht mal mehr eine Tischtuchwand. Nur noch vier dumme Tischfüße. Das ist überhaupt kein Zimmer mehr. Doch, das ist schon noch ein Zimmer. Nein. Von mir aus darfst du das Sofakissen drunter lassen und dich draufsetzen. Alles andere wird aufgeräumt und damit basta. Nein, ich räume nicht auf und damit basta. Und das dumme Sofakissen, das will ich jetzt auch nicht mehr haben. Du hast sowieso schon alles kaputt gemacht. Schau, Pumuckl, das war doch bisher auch recht schön. Hast doch ein eigenes Bettel und eine eigene kleine Kommode und eine eigene Schaukel. Ich glaube, kein einziger Kobold von der ganzen Welt hat so viele eigene Sachen wie du. Alle Kobolde haben schrecklich viele Sachen. Ganze Schiffe voll eigene Sachen. Du weißt ja gar nicht, was die Kobolde alles haben. Ja, dann haben sie es halt von mir aus. Jawohl, das haben sie von aber mir aus und von dir aus. Man muss ein bisschen mit dem zufrieden sein, was man hat und nicht eine ganze Schiffsladung voll haben wollen. Komm, sei vernünftig und mach ein schönes Gedicht. Nein. Ich mag diese dumme Gedichtemacherei nicht mehr. Ich dichte überhaupt nie mehr ein einziges
einziges Wort. Du, dafür ist mir vorhin nur ein prima Reim auf Türe eingefallen. Auf Türe? Ja. Auf Türe. Schnüre. Von der Schaukel die Schnüre sind mir lieber als eine Türe. Ne? Ist das nicht eins von den allerschönsten Gedichten, die ich gemacht habe? Ne? Dieses Gedicht kommt mir sehr blöde, führe. Jawohl, das ist ein ganz scheußliches Gedicht, aber ich gehe jetzt trotzdem in die Werkstatt hinunter. Die Küche ohne mein Zimmer gefällt mir kein bisschen mehr. Ja, ja, ich setze mich jetzt in meine Schaukel und ich denke so lange nach, bis ich ein Zimmer habe, jawohl. Und damit ist der Pumuckl mit hocherhobener Nase in die Werkstatt gehüpft. Der Meister Eder musste trotz der Aufräumearbeit über den kleinen Burschen lächeln, zumal er sich genau erinnerte, dass er als Bub auch leidenschaftlich gern irgendeinen Wigwam oder ein Indianerzelt gebaut hatte. Der Pumuckl aber ging wirklich in die Werkstatt, um nachzudenken. Er dachte nicht sehr lange, dafür aber besonders erfolgreich nach. Und ich will doch ein Zimmer haben. Und zwar gleich hier unter der Schaukel. Ein Unter-der-Schaukel-Zimmer. Mit Holz kann man überhaupt viel feiner Wand machen und viel richtigere Türen. Und mit Sägespänen, da kann man einen viel schöneren Weg machen. Und und aus der Säge, da kann ich einen feinen Zaun machen und mit dem Wassertopf einen See in den Garten. Und das wird ein Gartenzimmer werden. Ich werde jetzt gleich bauen, um das Zimmer einen Zaun, um den Zaun den langen Weg, übern See einen feinen Steg. Die Zange wird das Gartentor, die Feile kommt als Riegel vor und in dem See schwimmt dann ein Fisch. Vielleicht bin dieser Fisch dann ich. Oh, das ist aber eines der wunderschönen Gedichte, die ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Der Pumuckl hat das Gedicht tatsächlich in die Wirklichkeit umgesetzt. Er hat ungeheuer gearbeitet und Meister Eders Werkstatt bekam bald ein recht eigentümliches Aussehen. Der Mechaniker Meister Bernbacher aber war inzwischen spornstreiks zu Herrn Dr. Kammerer gelaufen und konnte ihn tatsächlich dazu bringen, gleich mitzugehen. Der Meister Eder war noch in seiner Wohnung im ersten Stock, als die beiden dort läuteten. Er öffnete und ehe er noch etwas sagen konnte, fing der Herr Bernbacher gleich an. Also zufällig gibt's, Franz. Da haben wir doch gerade vorhin noch vom Herrn Doktor gesprochen, nicht? Und schon bin ich ihm begegnet. So was ist direkt, wie sagt man gleich, mystisch, gell? Allerdings, aber... Der Herr Doktor, der braucht so dringend einen Schrank. Gell, ein Schrank war's, Herr Doktor? Ja, ein Schrank. Ja, bitteschön, komm uns noch rein. Geh mal. Ja, danke. Ah, du hast ja aufgeräumt da, Herrin. Ah, das hättest du aber doch nicht tun sollen. Und warum nicht? Ja, weil der Herr Doktor gern mitgelacht hätte über deinen Suppentopf auf dem Boden, den dein Kobold hingestellt hat. Sie brauchen einen Schrank, Herr Doktor. Ja, natürlich brauche ich einen Schrank. Stimmt das mit dem Suppentopf übrigens? Naja, ich will es nicht leugnen, Herr Doktor. Ich könnte es Ihnen auch erklären, aber es wird zu kompliziert. Sie glauben an die Existenz von unsichtbaren, koboldhaften Lebewesen, höre ich. Herr Doktor, das mit dem Kobold ist ein alter Spaß von mir. Der Schorsch fällt immer wieder drauf rein. Reden wir nicht drüber. Wie groß soll denn der Schrank werden? Der Schrank? Ziemlich groß. Da liegt ja nur der Schal, der in dem Topf war. Wie ist der Schal denn in den Suppentopf geraten? Haben Sie eine klare Erinnerung daran, Herr Eder? Ja, freilich, eine ganz klare. Aber ich glaube, wir gehen jetzt runter in die Werkstatt. Da kann ich Ihnen verschiedene Holzarten zeigen und außerdem arbeite ich gerade an einem Schrank. Ja, das können wir natürlich machen. Aber darf ich vorher noch ein paar Fragen an Sie richten? Gern, über den Preis, gell? Ja, natürlich. Aber was mich interessieren würde... Sie leben hier völlig allein? Ja, freilich. Sie haben da verständlicherweise des Öfteren die nachgerade zwanghafte Vorstellung, Sie könnten nicht mehr länger allein sein. Und es müsste deshalb hier, zumindest unsichtbar, noch jemand wohnen. Na, also die Vorstellung habe ich gar nicht zwanghaft. Wirklich nicht. Aber vielleicht können Sie mir jetzt einmal eine Frage beantworten. Wie viel wollen Sie denn überhaupt für den Schrank ausgeben? Tja, das muss ich mir natürlich noch überlegen, Herr Eder. Ich weiß nicht. Ja, dann kommen Sie jetzt einmal runter mit mir in die Werkstatt und schauen sich einen Schrank an, der fast fertig drunten steht. Gut,
Gehen wir in Ihre Werkstatt. Ja. Mhm. Du, Franz, ja? Hast du eigentlich noch die Schachtel und das Puppenbett in deiner Werkstatt? Ja, frag mich. Das müssen Sie sich anschauen, Herr Doktor. Das ist nämlich nicht nur ein Spielzeug. Das war das der für dich schon, Franz, gell? Das gehört für einen Kobold. Ach, freilich, ja. Das ist so, Schorsch. Ist ja kein Geheimnis. Wissen Sie, ich muss meinen Freund sehr frei lassen mit dem Kobold, Herr Doktor. Glauben Sie es mir, ich bin so wenig verrückt wie Sie. Das möchte ich nur noch gesagt haben, bevor wir uns weiter über den Schrank unterhalten. So, und jetzt kommen wir ein bisschen rein in die Werkstatt. Ja, rein. So, ja, kommst du noch ganz rein. Ja, was ist denn da drin los? Da schaut's ja aus wie vorhin in der Küche. Herr Doktor, hab ich's nicht gesagt. Die im Viereck auf dem Boden ausgelegten Werkzeuge haben sicher ihre Bedeutung. Herr Eder, entschuldigen Sie bitte. Es liegt mir natürlich völlig fern, Sie kränken zu wollen. Und wieder steht der Topf auf dem Boden. Franz, die Töpfe auf dem Boden, die erschrecken mich fast tot. Nun ja, das sind eben so Eigenheiten, nicht wahr, Herr Eder? Ja, ich gebe zu, ein bisschen eigen ist es schon für einen Außenstehenden, aber zum Tod erschrecken ist es auch wieder nicht. Es ist nämlich ganz einfach. Was Sie da am Boden sehen, das ist quasi ein Haus. Ich habe nämlich vor mir im Bayerischen Wald ein Haus zu bauen. Was? Ja, und damit ich es besser planen kann, habe ich mir da den Grundriss aufgebaut. Da, wo ich den Topf hinstelle, da ist ein Quellwasser vorkommen. Das muss ich berücksichtigen, verstehen Sie? Da kann man vielleicht später einen Swimmingpool hinbauen. Aber wo das Bredel steht, da ist die Baulinie, verstehen Sie? Da bis zu der Zange geht der alte Baumbestand, an der Pfeile entlang ist die vorgeschriebene Fluchtlinie und da, bei dem Bredel, geht's Landschaftsschutzgebiet an. Die Baubehörde hat mir zugesagt, dass sie bis daher, wo die Säge liegt, einen Zaun ziehen darf. Franz, du willst bauen? Ja, warum denn nicht? Seit Jahren habe ich schon einen Bausparvertrag. Ja, das klingt alles wiederum recht vernünftig. Ja. Und das in der Küche drum, das war auch ein Hausplan. Freilich, aber der war nicht so gut wie der da. So, und jetzt hoffe ich, dass Sie mich nicht in eine Heilanstalt sperren wollen. Sonst wird's nichts mit meinen Zauplänen, Herr Doktor. Aber Herr Eder, da kann ich Ihnen ja nur wünschen, dass Sie bald einziehen können. Ja, und mit Ihrem Schrank, glaube ich, wird's wahrscheinlich doch nichts. Es sei denn, Sie wollen unbedingt einen, dann... Na, dann mache ich ihn aus Freundschaft, weil Sie ja doch schließlich ein guter Bekannter vom Schorsch sind, etwa? Nun, der Schrank eilt nicht. Ja, ich will Sie dann jetzt auch nicht länger aufhalten. Oh, Ihre Baulinie ist umgefallen, Herr Eder. Ja. Und das war wohl die Grenze zum Landschaftsschutzgebiet. Sie haben die Bretter etwas zu unbefestigt aufgestellt. Ja, also ich glaube, wir gehen jetzt besser, bevor der ganze Plan zusammenfällt. Ja. Wann fängst du an zum Bauen? Nächstes Jahr, hoffe ich. Ich lade dich dann zum Richtfest ein, George. Danke. Also, auf Wiedersehen, Herr Eder. Auf Wiedersehen. Und ich freue mich, dass Sie für Ihr Alter noch so gut beisammen sind. Ja, ich mich auch, George. Ja. Ich mich auch. Also, Servus und nix für Unglück. Ja, also dann, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Die hätte man losgebracht. Dass du dir noch ein Zimmer gebaut hast in der Werkstatt, das hätte mir fast aus die Schuhe kommen, Pumuckl. Ist der Bayerische Wald weit weg von hier? Naja, also nah ist er gerade nicht, aber brauchst keine Angst haben, ich baue dort kein Haus. Oh, das ist aber schade. Das wäre sehr schön gewesen, mein Haus in einem richtigen bayerischen Wald mit bayerischen Rehen und einem bayerischen Wind, der immer so hui 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 macht und da ein Landschutzmanngebiet und unter dem Topf ein Quellwasser vorkommen. Also das würde mir sehr schön vorkommen, das Quellwasser vorkommen, ja. Und dann eine Fluchtlinie für den Fall, dass ein böser Räuber kommt und wir schnell fluchten müssen. Also fliehen müssen, ja. Fliehen müssen, ja. Oh, das hab ich fein gemacht, nicht wahr? Ja, sehr fein, Pumuckl. Aber jetzt räumen wir das ganze schöne Haus wieder nein, auf. Nein, das räumen wir nicht auf. Sonst muss ich ja wieder von vorne anfangen. Und ich habe heute doch schon zwei Waldhäuser gebaut. Um Himmels Willen nicht noch ein Haus. Gib Obacht, wenn du schön aufräumst, dann denke ich beim Abendessen drüber nach, ob wir nicht doch
Spielecken für dich aus ein paar Bretter irgendwo hinbauen können. Du, mit einer Türe zum richtig zumachen. Vielleicht, aber zuerst aufräumen, gell? Du, wenn ich jetzt schon eine Türe hätte, dann könnte ich alles einfach hinter die Türe räumen. Also pass auf, komm her, ich helf dir. So, was sollen denn immer die Töpfe am Boden? Ach, hast du doch selbst gesagt, ein Swimmingpulk ist es doch. Ein Swimmingpulk. Ach so. Töpfe sind sehr praktisch als Topfschrank, als Seetopf, als Quellwasservorkommenstopf. Also weißt du, wenn du doch mal im Bayerischen Wald ein Haus baust, einen Topf musst du ganz bestimmt einbauen. Ja, ganz bestimmt, Pumuckl. Die beiden haben alles wieder aufgeräumt und der Meister Eder hat wirklich noch über eine Spielecke nachgedacht. Ob er bis jetzt dazu gekommen ist, eine Pumuckl-Tür in eine Ecke zu basteln, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass der Mechanikermeister Bernbacher noch eine ganze Weile ein verlegenes Gesicht bekommen hat, wenn die Rede auf seinen Freund Eder und auf Baupläne im Bayerischen Wald.